Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wir haben das letzte Mal hier die Kohle herangebracht und ich sehe gerade, die Forschung ist schon wieder durchgelaufen. Das ist das, wenn man gerade ein Video schneidet. Dann hat man den Vorteil, dass da die Forschung eine Menge weiterläuft. So, ja, also die Kohle haben wir festgemacht. Also das heißt, wir möchten jetzt eigentlich, dass es da weitergeht. Und ich habe festgestellt, beim Schneiden gerade, dass die Musik doch sehr leise war. Ich habe es jetzt nochmal um ein Dezibel lauter gemacht und habe jetzt in dieser Aufnahme die Musik grundlegend nochmal um ein Dezibel lauter gemacht. Wie gesagt, bitte reinschreiben in die Kommentare, ist die Musik für euch laut genug? Hört ihr sie gar nicht? Dass ich weiß, was ich noch erhöhen muss. Genau. So, wir brauchen auf jeden Fall. Nein, wir brauchen nicht, weil ich habe sie noch. Ich habe sie nur schon wieder vergessen. So, dann brauche ich aber auf jeden Fall aus der Abteilung hier bitte ein paar davon. Bis ich die anderen Strommasten habe, da werde ich noch einige von denen da verbrauchen. So, dann hätte ich gesagt, und dann kommst du jetzt dahin und du kommst dahin. Und dann gehst auch du rein und du rein. Und dann hätte ich gesagt, mach ich dich noch einen länger. Und ich muss jetzt mal gucken, wird das funktionieren? Machen wir so. Und dann sind die nämlich auch mit drin. Und dann kann ich nämlich jetzt dann hier nochmal einen hinsetzen. Und dann setzen wir da mal eine normale Kiste hin. Und dann sage ich zu ihm, er soll mal bitte das, was übrig bleibt, in die Kiste räumen. Das heißt, mir bleiben die Kohleförderer, die wo da hinten stehen, nicht die ganze Zeit stehen, nur weil die Bänder voll sind. Ja, und ich habe halt dann auch noch den Vorteil, dass ich ja ein bisschen was auf Halde habe. So, dann heißt es jetzt auf jeden Fall, dass da können wir jetzt dann auch noch einiges anschließen. Ja, und es sind jetzt 2, 4, 6, 8. Und ja, das wird jetzt dann, wenn ich das jetzt hier so lasse, wird es nicht reichen. 2, nochmal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Stück sind es insgesamt. Okay, dann haben wir das. Dann brauche ich noch ein paar Dampfturbinen. Weil davon habe ich, glaube ich, keine mehr. Ne? Ja. So, dann stellen wir die auch oder um auf die Dampfturbinen. Da ist das kleinste, das Rohr. So, und dann kann ich insgesamt noch mal 4 Stücke machen. Zehn, das heißt, ich brauche jetzt 20 Stück. Und die sind schon wieder durch. Das heißt, ich habe jetzt hier
Ah, hier komme ich nicht weit. Nee. Lass den zwar mal. Aber ich kann auf jeden Fall die Reihen lang ziehen. Sind nicht sehr viele, aber wie gesagt, das wird jetzt gleich sich alles ändern, weil in der Folge werden wir auf jeden Fall, wenn nichts dazwischen kommt, die schönen Teilchen upgraden. So, das heißt, du kommst jetzt erstmal hier rein. Dann nehmen wir das hier raus. Und wir schauen mal, ob wir da unten eine Kiste haben. Wenn nicht, dann bauen wir uns mal schnell welche. Und dann heißt es jetzt erstmal, Kupferplatten kommen hier rein. In der Kiste kommen die Eisenplatten rein. Müsste eigentlich alles da sein. Und dann hätte ich gesagt, dann haben wir noch eine, die wo... Da kommt jetzt dann erstmal... Sonstiges rein. Und dann haben wir noch eine. Ja, die stellen wir noch einen weiter weg. Dann haben wir noch eine Müllkiste. Da kommt jetzt dann rein. Was packt man rein? Ich kann da meine Burner Generator reinbauen. Die brauche ich momentan nicht mehr. Und dann hätte ich gesagt, let's fetch zum Kupfer. Ja, und da ist jetzt halt das Problem, ne? Wir kommen nicht hinterher. Oh, und jetzt, wenn ich jetzt halt versuche, hier hinzumachen, geht's nicht. Weil er zu mir sagt, da ist ein Hindernis im Weg. Und von unten kann man den auch nicht abbauen. Oh, aber dann machen wir halt Trick 17. Und dass man das da alles reinkriegen. Kann ich den schon bauen? Ein Compact Loader könnte ich bauen, aber den brauche ich nicht. Ich brauche das andere Teil. Ja, weil ich hier nicht hinterherkomme. Ja, weil die unteren arbeiten und die oberen stehen einfach nur still. Oh. Ah, sehr schön. Das heißt, der ist leer. Den können wir gleich abbauen. Und der ist auch leer. Können wir auch gleich abbauen. Das heißt, ich habe jetzt hier hinten wieder Platz. Ja, das war ja klar. Und dann kommt hier jetzt noch eine Kiste hin. Dann haben wir noch gleich ein bisschen was dabei. Und beim Hochlaufen tun wir auch gleich das auch noch ausfüllen. Wenn wir schon mal ein bisschen Stein übrig haben, gleich alles weitermachen. So, das heißt, das müsste jetzt laufen. Perfekt. So, dann haben wir ja noch mal 4. Dann brauchen wir noch mal Strommasten. Dann hängen die auch dran. Dann sind wir jetzt nämlich schon bei 10,8 Megawatt. Und da müsste eigentlich genügend rauskommen. Obwohl, nicht schwächer.
Bin gerade beim Überlegen. Ja, das heißt, ich könnte es eigentlich dann denselben nochmal hier hinbauen. Und da könnte das dann da oben nochmal machen. Werde ich, glaube ich, auch tun. Es macht mehr Sinn. So, da kommst du jetzt weg. Und schon sind die Steine und ist Stahl durch. Noch Stein da? Nein. So, aber bevor ich jetzt wieder da hochrenne und einfach mal Stein hole, machen wir gleich was Sinnvolles draus. Wir möchten uns ja auch weiterentwickeln. Na, momentan haben wir einen elektrischen Erzförderer. Und aus dem machen wir jetzt dann den elektrischen Erzförderer 2. Ähm, 113. Ich habe ein bisschen Platz. Dann stelle ich mal die da oben einfach hin, weil ich möchte jetzt. Oh, eine Balance ist doch schon da. Dann hätte ich mal gesagt, bauen wir mal schnell einen. Dann können wir den nämlich auch gleich anschließen, wenn wir da oben sind. So, und du baust mir gleich nochmal davon welche. Das sie braucht. Ja, da ist, war ja klar. Exakt 8 Stück. Dann brauche ich Zahnräder. Gleich nochmal welche bauen, bitte. Und diese Komponenten. Wie gesagt, das ist jetzt momentan, also das jetzt, was ich gerade mache, ist hier jetzt Provisorium, bis ich halt wenigstens ein paar Grundlagen schon mal erforscht habe. Und die Erzverarbeitung müssen wir ja auch noch aufbauen. Das ist ja auch noch eins der wichtigeren Sachen. So, jetzt haben wir schon mal 2 fertig. Dann hätte ich gesagt, dann gehen wir mal raus. Dann haben wir hier auch nochmal 10 fertig. Jetzt warten, bis der durch ist. Das müsste jetzt gleich passiert sein. Jawohl. Und zack. Und jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Mal wieder die Zeit verdoppelt. Oder halbiert. Nicht verdoppelt, um Gottes Willen. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes die schwere Rüstung. Nein, wir machen als nächstes den nächsten Balancer. Aber das müsste jetzt der Balancer der ersten Stufe sein. Wir müssen ja dann schnell fertig sein. So, dann, was brauche ich als nächstes? Wie gesagt, dann gehen wir auch mal hier ein Stückchen runter. Da auch ein Stückchen runter. Und was ich jetzt noch brauche, ist erstmal nochmal ein Provisorium. Kommst du dahin? Ich brauche jetzt von dir einen elektrischen Förderer Phase 2. Da kommen jetzt 2 davon hin. Kriegst du raus. So, dann haben wir hier Stahl rein. Dann brauchen wir hier Zahnräder. Und wir brauchen das. Und wie gesagt, das ist die Limitierung. Beziehungsweise. Ah, ich habe jetzt da nur 2 frei. Mist. Ja, dann klatsche ich unten drunter dran. Das ist mir jetzt erstmal egal, weil ich brauche nämlich die auch noch. So. Dann haben wir das schon fertig. Dann gucken wir jetzt gleich mal hin. Die Stufe 2. Ah, okay. Das ist schade, der baut nicht aufeinander auf.
Ist egal. Noch ist es egal. So, haben wir jetzt davon 11 Stück. Kommen da rein, kann der laufen. So, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich tue jetzt erstmal. Ja, wobei, nein, es geht leider nicht. Weil dann müsste ich es doch umdrehen. Oder hier rauskommen. Damit ich die Kohle drehen kann. So, wir haben jetzt gleich ein paar Miner dabei. Haben wir nochmal 5. So, ein Dutzend davon einstecken. Wir gehen auf die Minustaste, weil wie gesagt, wenn wir schon drüber laufen, haben wir es auch gleich mit was Nützlichem verbinden. Oh, und jetzt sieht man gleich den Unterschied. Jetzt zoomen wir ran. Ja, ihr seht ja, in was für einer Geschwindigkeit der abbaut. Wir machen mal die da. Das ist jetzt die neue Geschwindigkeit. Ja, alt, neu. So, jetzt geht der hoch. Und der baut jetzt schon das dritte Mal. Ist doch cool, ne? So. Und dann hätte ich gesagt, haben wir die schon mal ausgetauscht. Dann produzieren wir jetzt auch mehr Stein. So. Dann gehen wir. Genau, dich brauche ich vor allem. Haben wir fast genügend. Dann habe ich jetzt da, da kommst jetzt du. Ne, dann mache ich dich hier hin und dich hier hin. Ja, und das haben wir ja dann dadurch, die einen schon ausgetauscht haben. Haben wir jetzt halt den Vorteil. Wir kriegen jetzt immer wieder Miner zurück, solange wir austauschen. So, den nächsten 6. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Abbauzeit, ich kann das da oben auch mal machen, halbiert. Oder verdoppelt. Kann man jetzt sehen, wie man will. Heißt, wir bauen jetzt sozusagen die doppelte Menge ab. So, haben wir noch ein bisschen Stahl gemacht. Und dann hätte ich gesagt, hauen wir noch die restlichen 2 hin. Aber man will ja alles hier weg haben. Sobald alles weg ist, fange ich zwar es fluchen an, dass alles weg ist, aber ist nun mal so. So, dann habe ich jetzt noch den Verteiler mir gebaut. Und den Verteiler haue ich jetzt hier raus und tun da rein. Das heißt, es kommt von oben, von hier. Und der verteilt jetzt alles sauber auf das Band. Ja, jetzt wird es auch aufs Band ordentlich aufgeteilt. Und man sieht jetzt, ne, der pusht jetzt einiges weg. Aber es staut sich halt, ne? Also der da hinten ist eigentlich zu langsam. Man müsste eigentlich schauen, dass man auf die nächste Stufe vom Greifer kommt. So, habe ich noch die Erzförderer Stufe 2. Dann
kommst du jetzt erstmal. Ja, genau. Dahin. Und dann kommst du auch weg. Du. Ach nee. Das ist gar nicht mal so falsch. Das heißt, du kommst mir jetzt. Du machst jetzt den da. Du machst den da. Du machst die da. Und dann gehen wir von dem aus näher ran. Müssten die auch laufen. Jawohl. Da habe ich jetzt keine Zweier mehr. Ne, müssen wir jetzt erst wieder produzieren lassen. Einser. Das hier ist der Zweier. Da sind mir die Eisenzahnräder ausgegangen. Ah, ich merke das schon. Produziere zu wenig Eisen. So, und meine Forschung ist durch. Ha, Halse, warum mache ich keine neue? Das heißt, ich baue mir jetzt eine. Einmal das Decking. Weil das ist eigentlich auch nochmal eine Erleichterung. Bin nämlich gerade beim Überlegen, wie ich das jetzt gerade mache. Bleibe ich jetzt dabei? Ja, ich muss jetzt halt in der Hinsicht überlegen, will ich das jetzt alles eins zu eins nach oben transportieren? Oder gibt es sozusagen dann einen Bahnhof? Und der Bahnhof verteilt mir das dann zum Rest. Und ja, also anbieten würde sich eigentlich dieser Block hier als Bahnhof. Ja, wobei, nee, ich komme ja hier an. Das heißt, ich könnte hier jetzt die Zugverbindung hinbauen. Müsste dann. Ja, okay, doch, die Zugverbindung. Und habe hier unten dran den Bahnhof. Aber das ist auch wieder Mist, weil dann, das ist ja eigentlich mein. Das heißt, ich baue meinen Bahnhof 4 hin. Oder ich baue den Bahnhof 4 unten hin. Das heißt, ich habe hier meine Strecke. Gehe dann hier nach oben. Geh dann weiter und fahr dann nach hinten oder nach drüben, wie ich es brauche. Ja, dann könnte ich hier sozusagen auch eine Kreuzung bauen. Oder ein Achter oder was auch immer. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss erstmal hier was gucken. Genau. Jawohl, ist auch fertig. Ja, dann wenn ich hier unten dann den Bahnhof. Bahnhof hinsetze, dass er mir das nach oben abfüllt. Da könnte ich jetzt sagen, okay, der Bahnhof ist hier, also der muss wirklich vorne stehen, kommt hier an, kommt hier rein, lädt hier ab, geht nach drüben. Und dann habe ich hier meine Erzverarbeitung. Hier und hier. Ja, das heißt, Erzverarbeitung 1, Erzverarbeitung 2 müsste reichen. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt von hier aus und verteile alles. Ja, das heißt, hier kommt meine Eisen, also hier wird Eisen und Stahl gemacht, hier wird Stein und Kupfer fabriziert. Ist hier alles schön und gut. Oh, schön und gut. Wir machen mal schnell die Blaupause an. Ja, weil wenn ich jetzt sowieso gerade hier rumstehe, dann kann der auch, können die auch arbeiten. Genau. Dann habe ich jetzt dann hier, wie gesagt, den Bahnhof mit drin und mein Lager. Lager 1.
Also ich bin momentan sogar beim Überlegen, dass ich jetzt hingehe und sage, okay, ich mache jetzt dann hier nochmal eine Baulinie und unten drunter nochmal eine Transportlinie. Also hier nochmal dasselbe, was da ist. Und dann darunter nochmal hier eine Linie. Dann habe ich dann hier insgesamt diese Linien. Ja, dann mache ich hier auch jetzt kein Bauapparat hin, sondern ja, so ein Lagerapparat, der eigentlich so ausschaut wie der hier. Ja, das heißt, ich kann es dann eigentlich hingehen und sagen, Bluescreen, genau, Bluescreen. Wir wollen Bluescreen. Nein, bloß nicht. Genau, dann geht der nach oben. Das da kommt dann wieder weg, dass ich dann weiß, okay, das sind miteinander verbunden. Ja, quietschner. Dann haben wir schon mal jetzt dann hier in richtigen Weg aufgebaut. So, apropos richtiger Weg, es heißt jetzt, der da oben müsste jetzt ein paar fertig haben. Das heißt, wir haben 10 Stück. So, jetzt haben wir aus Stufe 2 wieder Stufe 1 gemacht und jetzt machen wir wieder Stufe 2, wenn wir auch genügend Stahl haben. Sehr schön. Das heißt, das haben wir jetzt auch alles fertig. Apropos fertig, dann heißt es, wir brauchen noch mal eine Fabrik. Da gehen wir jetzt aufs Militär, weil wir wollen Steinwände. Und dann kann ich hier mal anfangen, meine ersten Steinwände zu produzieren. Und dann habe ich noch eine Fabrik. Und in dieser Fabrik werden dann meine Lampen hergestellt. Dafür brauche ich noch mal ein bisschen Eisen. Brauche Kupferkabel und ich brauche Quarz dafür. So, dann habe ich jetzt das da übrig. Ich habe noch keine Platten übrig. Das ist der Wahnsinn. So, was macht denn am meisten Sinn? Das ist alles mit grünen Fläschchen. Das will ich erst machen, wenn ich ein bisschen besser bin. Da bin ich mit dem Speeden beim Crafting ein bisschen besser und da kann ich ein bisschen besser schießen. Apropos besser schießen. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Wir bauen uns mal eine Maschinenpistole, wir bauen uns mal eine Schrotflinte, wir bauen uns mal eine schwere Rüstung. Haben wir schon mal die drei Sachen. Und dann brauche ich gleich noch mal eine Fabrik. Und da werden dann auch gleich militärisch ein paar Magazine hergestellt. Dann haben wir ein bisschen Platz. So, 36 Lampen haben wir auch hingekriegt. Dann kann ich hier gleich den nächsten Platten rausnehmen. Und ich sehe schon wieder, der ist schon wieder durch. Und zwar mit allem. Okay, dann heißt es, wir machen als erstes Kupfer. Haben wir fast nichts mehr. Dann machen wir als nächstes Eisen. Haben wir nichts mehr. Stein kann ich gar nicht erst machen, habe ich gar nichts. Aber ich müsste genügend mittlerweile heranschaffen. So, 4000 voll. Inventar ist voll mit Stein. Sehr schön. Ja, vorher war das Nadelöhr. Ja, mit so wenig Stein bekommen. Haben wir 7500. So.
So, dann kommst du jetzt raus, dann kommt da Stein rein, dann kommst du raus und dann kommst du Kupfer rein. Und du kommst dann dahin und bringst Eisen mit. Da läuft alles. Dann laufen wir mal zum Eisen. Inventar ist voll. Lese ich gern. Jetzt hätte ich gerne AAI. Dann könnte ich mir den Transporter holen. Aber nein. Aber wie gesagt, ich finde die AAI-Sachen ganz cool. Vor allem, wenn man das ohne diese Vollautomatisierung macht. Sondern mit dieser Halbautomatisierung, wie ich es jetzt mal nenne. Dass man halt damit rumfahren kann und ich glaube dann irgendwann auch noch andere Sachen. Also das sozusagen später automatisieren, aber ich finde, ist meiner Meinung nach wirklich noch zu billig. Ich finde, man bekommt die Sachen viel zu schnell. Das will ich dann balancen. So. Das läuft. Das läuft auch, das läuft auch. Da packen wir mal 250 Stück rein, dann läuft es nämlich mit. Da haben wir 7 Stück und jetzt sind mir die Zahnräder ausgegangen. Weitere bauen. Dann haben wir jetzt auch die Lampen fertig. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal unsere ganzen Miner upgraded auf Stufe 2. Und wir haben einen großen Sprung auf jeden Fall gemacht, wo wir jetzt was hin machen. Jetzt machen wir noch eine Sache. Habe ich nämlich auch für mich gelernt, weil ich kann mir das nämlich total gut merken. Ja, kennt man ja. Dass man auf einmal sagt, okay, ja, Mist, was habe ich erzählt? Wo will ich Bahnhof hinmachen? Wie, was, wann, wo? Genau. So, dann hätte ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt mal hier hin und mache Markierung. Und dann der erste Name ist klar. Bahn, genau, seit neuestem schreibt man so Bahnhof. Bahnhof. Nach was schaut? Da schaut es nach Zug aus. Da schaut es nach Zughaltestelle aus. Genau, dann nehme ich dich. Bahnhof, Lager. Bestätigen. Und dann setzen wir dich hier jetzt hier rein. So, und dann wissen wir auf jeden Fall, hier soll der Bahnhof und das Lager hin. Oh, und das Wichtigste ist ja eigentlich, ich habe das glaube ich gar nicht gezeigt, aber das ist die Main Lane. Und dann heißt es für mich jetzt, ich mache jetzt hier mal eine Markierung. Und wir gehen jetzt erst einmal hin und dann sage ich, wir machen jetzt hier diese Fließbänder. Dann kommst du dahin. Und wir wissen auf jeden Fall schon mal, was Sache ist. So, okay. Dann haben wir noch zwei Markierungen. Und zwar einmal Strom. Dampf. Strom. Und dann gehen wir auch hier rein und machen auf jeden Fall den Dampf. Strom. Dasselbe nochmal.
aber diesmal nur Strom. Kommst du auch noch mal dahin bestätigen? Du hierhin? So, und dann haben wir noch die zwei, die wo ich noch vorhin gesagt habe, und zwar das ist Stein und Kupfer. Markierung hinzufügen. Nochmal Stein / Kupfer. Und sollte vielleicht auch noch das richtige Symbol auswählen. Haben wir hier. Hätte ich gesagt, machen wir, na doch, auch doch den. Hier, den bestätigen. Stein, Kupfer. Und dann als letzten Marker Eisen und Stahl. Ich merke gerade wieder, breite Grapschen. Und wir stellen unser Eisenerz an. Nein. Ja, wobei. Ich setze das jetzt hin. Dann kann ich nämlich auch das Symbol ändern, was auch Sinn macht. So, bestätigen. So, das heißt, wir haben jetzt hier Stein und Kupfer. Wir haben jetzt hier Eisenstahl. Dann haben wir hier Bahnhof, einen Bahnhof. Dann die Main Lane. Wir haben jetzt dann hier unseren Dampf und Strom. Wie gesagt, hier oben weiß ich ja auch schon, was hinkommt. Vielleicht, dass ich noch einen Platz lasse, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich hier oben dann gleich auch hingehe und den dann Solarenergie baue. Vielleicht sogar dann zweifach. Muss man gucken. Ja, und dann eigentlich für alles Weitere darüber gehe und runter. Wenn man vielleicht noch einen zweiten Bahnhof macht, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt hier auch noch einen, dass man dann sagt, okay, und der geht jetzt zum Beispiel nach oben und nach rechts weg, dass man sagt, hier macht man unten nochmal einen und der geht dann nach unten und nach links weg. Na, dann hat man da halt mehr Auswahl. Es kommt halt darauf an, wie viel Material man ranschaffen müssen. Aber wir werden ja massiv an Sachen brauchen. Es kommt ja, es soll ja Öl angeschafft werden. Es fehlt ja auch noch. Wir haben Uran, Eisen, Kupfer, Stein. Genau. So, dann gehen wir mal aus dem Modus wieder raus. Es war rot genug. Ich hab rot gesehen. Ja, hat er. Und der da oben ist schon wieder fertig. Wahnsinn. Die machen mich irre. Genau, apropos fertig. Ich bin auch mit der Zeit fertig. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, bitte in die Kommentare damit. Da kann ich dann auch besser werden. Und sonst hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.